Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von 7 Days to Die. Alpha 15 Stable, falls für mich jemand versteht, überhaupt noch. Und wir müssen noch, wir sammeln gerade Holz. Ja? Was wir selber angepflanzt haben, aber wir sammeln es nicht desto trotz. Denn wir wollen eigentlich vor der Feralnacht, noch ein Vorhaben durchsetzen. Und da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Dafür brauchen wir Holz für Spikes und so. Habe ich hier gerade was gehört? Man hört hier irgendwie nicht mehr so viel, aber... Ja, ich höre was. Ja, sie wird schon uneffektiver. Wo höre ich denn was? Oh, was zur Hölle? Was ist denn hier los? Wie sind denn die hier alle reingekommen? Hallo? Okay, irgendwie funktioniert das hier noch nicht so richtig. Hat Samantha geschrien oder was? Interessant. Ist hier so eine kleine Horde am Start? Boah, hier haben die ja schon richtig weggedonnert. Holy shit. Okay. Habe ich meine Nailgun dabei? Nee. Ich denke gerade, was ist das für ein Geräusch? Zerdeppern die mir hier die halbe Bude. Ja, das ist natürlich, man hört nicht so ganz viel, wenn man diese Kettensäge anhat. Oh, wow, Leute. Holy shit. Empty, fucking empty. Das war bestimmt Samantha. Ich hab... Oder war das vorhin, wo ich dachte, als ich dachte, ich habe was gehört, war das tatsächlich ihr Schrei. Guck mal, wie viele das waren. Na, dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Oder besser gesagt, nochmal hier ran. Hammer. Das ist ja unfassbar, wie viele das sind. Aua. Okay. Das war die Krankenschwester mit dem Geld. Hammer krass. Machen die voll den Aufstand. Unfassbar. Ich mache da den Lumberjack und will ein bisschen Holz holen und die... Krass.
Okay, dann müssen wir mal nachladen. Irgendwie ist das komisch, dass die so unterschiedlich wachsen. Mal nachladen. Okay, ein bisschen Holz brauchen wir noch. So, ein paar nehmen wir noch mit. Na komm. Ich mache jetzt mal auch von den anderen Spikes welche. Und zwar so viel wie geht. 173. Genau, und dann nehmen wir jetzt einfach noch ein bisschen Holz mit, damit wir noch wieder was haben. Aber Shotgun Messiah will ich auf jeden Fall gleich noch machen. Jetzt ist es irgendwie nicht mehr so effektiv, oder? Nicht wirklich. Komm, wir nehmen noch die zwei mit. Falsch. Ich dachte gerade, ich habe Getrappel gehört, aber ich glaube, ich habe mich vertan. So. Naja, bis sie leer ist. Wie im wahren Leben. Nach ungefähr einer Woche ist der Baum ausgewachsen. Das wäre gut, wenn das so wäre. Ja, jetzt wird es schon anstrengend. Ich glaube, einen können wir noch fällen. Ich will den nicht nochmal nachladen lassen. Die restlichen müssen wir dann andermal besorgen. Wir haben jetzt 7000 Wood. Das ist schon mal gut. Wir haben auch alles wieder neu angepflanzt. Wir können natürlich noch mehr anpflanzen, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit dafür. Die Spikes laufen durch. Wie viel? Oh, 15 Minuten noch. So, dann babschen wir da oben. Obwohl, wir können auch nach unten gehen. Wir müssen eh noch was essen. Bevor wir losziehen. So, zack. Dann haben wir wieder genug Saat. Alles klar. Wir tun hier oben rein. Von mir aus Glass Panel. Hier kommt rein die Gas Cans. Kommt hier noch ein bisschen Holz. Und da kommt was zu essen rein. Und hier werden wir uns auch noch mal was genehmigen. Und dann essen wir noch einmal Bacon and Eggs. Erst mietst du dann Bacon and Eggs. Wow. Als Vegetarier musst du hier echt mehr essen in dem Game. So, hier sind wir auch voll. Die Schimmel-Sandwiches kommen hier rein. Das kommt da rein. Das können wir scrappen. Das kommt... Ich tue die im Treasure-Map jetzt auch mal hier rein. Was soll der Scheiß? Komm, mach hier mein Papier hin. Das kommt auch hier rein. Die Knochen kommen auch hier rein.
Ich tue die Hoe hier rein. Ich tue den Fertilizer mal hier rein. Okay, die Spikes tun wir hier in die Supply-Kiste rein. 482, damit könnten wir schon einiges reißen. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Nein. Das kommt da rein. Und hier tun wir noch die Saatdinger rein. Die Shovel tun wir auch erstmal hier rein. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht. Und das. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich, Moment mal, das Papier breche ich mal eben ab und tue es hier so rein. Sonst haben wir das noch dabei hinterher. Und die Chainsaw kann auf jeden Fall weg. Ja, das war jetzt nicht schlecht damit. Wir müssen die mal reparieren. Aber, ja. So. Aufi, aufi. Wir sollten auch mal ein bisschen Dingens durchlaufen lassen. Das mache ich mal eben. Moment. Wir fahren mal eben dahin. Wie heißt das? Barbed Wire. Es war so fucking klar, ey. Okay. Die sind auch beide aus. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, warum ist die da, wenn die beide aus sind? What? Barbed Wire. Kann ich das nicht? Barbed Wire. Ach, das mache ich gar nicht hier drin. Ah. Aus was? Aus das? Aus dem? Was heißt das hier? Barbed Wire. Place it by using... made from iron can slow down enemies. Barbed. Oh, Tatsache. Dann craften wir das doch auch mal. Alter, halt die Klappe, Mann. Ist die nervig, die Olle, ey. Okay, Zement. Boah, dann machen wir erstmal Zement da weg, wa? Ja. Und dann fahren wir aber... Wo bist du denn? Na. Oh, fuck. Okay. Hier hing ich jetzt super scheiße drin. Muss ich gleich unbedingt neu machen. Oh, noch eine. Aber warum? Das lief doch gerade gar nicht. Okay, teilweise spawnen die hier einfach drin. Oh, Stress. Oh, hi. Oh, nö. Oh, nein. Da hat jetzt aber doch wirklich kein Mensch Zeit für. Wirklich nicht. Och, Leute. Wollt ihr mich verkackeiern? Das einzige Problem ist, dass dieser Boden hier, wo ich jetzt diese Festung hinbauen wollte, aus Sand ist. Das ist, glaube ich, uncool, oder? Okay, da hinten kommt das Ding runter. Alter, was ist mit dem Wetter? Was? Es ist 12 Uhr. Wir fahren mal eben zum Airdrop hin. Ich muss noch mal irgendwo eine Kiste hinmachen.
Okay, der Airdrop ist nicht so weit weg. Ich tue hier mal eben Scheiß rein. Die alte Kacksau, Mann. Okay, es läuft noch weiter durch, meine Crafting-Sachen. Ach, das brauche ich nur aus diesem anderen normalen... Oh, was ist mit dem Wetter, Leute? Wie unheimlich ist das bitte? Oder? Was geht hier gerade ab? Voll creepy. Voll creepy. Holy. Das ist ja wie Silent Hills hier. Okay, wir fahren mal Richtung Airdrop. Boah, ist das unheimlich. Das könnte sein, dass der wieder in diesem fucking... Warum landen die eigentlich alle in dem verfickten Wasteland? Das ist ja, als würde ich hier zum Ende der Welt fahren. Oh, oh, oh. Shit. Holy Schissel, das hatte ich glaube ich noch nie. Yo, Wasteland. Fuck. Ne, das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Hier sind Minen überall. Das kannst du komplett knicken, habe ich keinen Bock drauf. Nö. Ich hoffe, ich komme jetzt hier auch wieder hochgefahren. Was ist mit dem Wetter? Was ist mit dem Wetter? Was zur Hölle ist mit dem Wetter? Oh, hier komme ich hoch, krass. Nee, also im Ernst. Nope, no. Nosy, nosy, no, no. Das Wetter ist so scheiße. Wir sehen überhaupt nichts mehr. Das ist total diesig. Das hatte ich echt noch nie. Das ist ja wie im wahren Leben, wenn es total nebig ist. Neblig. Nebig. Ja, wir fahren jetzt einfach mal ins Ungewisse, ne? Also... Wenn die Map gleich hinter so einem Nebelschwadron-Ding nicht nachlädt, dann gucken wir mal blöd. Ey, ich glaube, ich fahre auch total falsch. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ich fahre jetzt einfach auf unsere Markierung zu, querfeldein. Ich glaube aber nicht, dass ich da hochkomme, ehrlich gesagt. Oh, nee. Hühnchen. Wenn ich jetzt weiterfahre, befahre ich es bestimmt. Das ist nicht meine Absicht. Ne, ich komme hier nicht. Ja, doch, langsam, aber... ich gebe euch heute eine kleine Schulstunde in Physik. Das ist durchaus möglich, nicht... Ja, komm, 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 komm. Nee, ich komme hier nicht hoch. Ich muss echt außen rumfahren für das kleine Stückchen jetzt hier, oder was? Oh, fuck this shit, echt. Doch, na, 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 komm. Komm. Oh. Wow, okay, wowser, wowser. Ich glaube, es wäre sogar schneller gegangen andersrum, aber... Hey, Alter, was ist mit dem Wetter los? Hattet ihr das schon mal so krass? Also, dass es mal so diesig ist oder vom Regen halt total schrottig, aber so? Das ist ja voll heftig. Kann ich hier wohl auch wieder querfeldein? Ich riskiere es mal. Ups. Ah, genau, bei dem Wetter auch noch. Querfeldein, ob das so... Naja, wir werden sehen. Den Shotgun Messiah will ich auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist wieder Straße. Gucken mal eben, wir fahren jetzt hier nochmal. Boah, ist das gruselig. Ich hab da hinten irgendwas linken sehen.
Aber was? Oh, okay, hier fängt die Stadt an. Alter, ist das gruselig. Ist das fucking gruselig. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Gar nicht. Mist, ich wollte noch Dingens mitnehmen. Noch zusätzliche Pfeile. Okay, jetzt müssen wir hier mal. Ja, meine Crossbow wird auch ineffektiver. Ach, scheiße, das war voll daneben. Minuten nehmen wir schon wieder auf. Okay, hier ist Happy Clopping angesagt. Wir helfen mal. Ui. Hä? Okay. Okay. Juri! Wer kloppt denn hier noch? Egal. Wir gehen jetzt hier mal rein. In diese total unheimliche, unfassbar, echt. So, die können wir komplett auseinandernehmen. Da spawnt ja nichts nach. Ah, der schlägt sich da hinten schön durch. Hier ist auch so völlig. Das ist ja wirklich wie Silent Hills. Das ist ja so eine komische Stimmung hier. Krass. Senst der mich noch oder warum schlägt der da hinten immer noch weiter? Nein. Ich gehe jetzt erstmal hier nach Crates. Das können wir scrappen. Ich weiß nicht, ob ich hier mal Scavenging auch noch ein bisschen hoch machen soll. Man, das geht natürlich auch von alleine hoch, aber Scavenging. Was habe ich denn bei Quality? Den habe ich aber schon hoch, ne? Nee. Bei Scavenging 60. Ey, ich weiß, ihr kriegt wahrscheinlich die Krise, was ich hier mache. Aber das ist jetzt nun mal so. Quality Joe. 10 Punkte. Haben wir noch 46. Das ist jetzt nun mal so. So machen wir es jetzt. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann bereuen. Das ist mir schon klar, aber es ist jetzt echt einfach so, weil ich kann. Ich scavenge ja schon wie blöd und komme trotzdem zu nix irgendwie. Das. Tja. Und das lohnt sich ja auch. Also noch höher werde ich nicht gehen, auf keinen Fall. Aber der Loot ist halt einfach auch wichtig. Okay. Weil jetzt haben wir hier so ein paar blaue Teile. Oh, können wir uns eine Sniper zusammenbauen? Das wäre natürlich obergeil, ne? Das wäre richtig geil. Okay. Die können wir auch scrappen. Ah, wir ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob der immer noch so effektiv ist. Naja, jetzt wird es natürlich ein bisschen voll in unserer Pipeline da. Ah, was ist denn hier?
Okay, 36 Sekunden müssen wir noch abwarten. Nee, das will ich nicht mitnehmen. Müssen wir mal eben abwarten. Komm, mach jetzt fertig da. Oh. So, okay, dann ist das durch. Dann können wir weiter scrappen hier. Scrap. 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 So, dann gucken wir mal. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Gut, da ist gerade irgendwas vorbeigezogen. Ich weiß nicht, ob es eine Horde war oder so. They were empty. Fucking empty. Ich bin voll, ich bin voll. Lalalalalala. Wir gehen jetzt erstmal. Boah, ist das diesig. Zu unserem Minibike. Ach, toll. Packen hier erstmal Schüssel rein. Aber ich glaube, erstmal kümmern wir uns hier um die Hyopies. Boah, das ist echt so. Gleich kommen die. Wie bei Silent Hills, die Alarmdinger. Scary shit. Scary shit. Does whatever scary shit does. Als wird's heller. Oh Mann, ich treffe die nie. Und wir müssen Federn sammeln, Leute. Was? Wie spät haben wir denn schon? Oh Gott. Okay. Diesem Minibike darf jetzt nichts passieren. Ja, nehmen wir später mit. Schlagen wir da hinten noch. Den Tresor auf. Empty, it's fucking empty. So, dann schlagen wir den noch eben auf. Gucken, was da drin ist. Fahren nach Hause. Und gucken mal, wo wir das genau hinbauen hier, unseren Schissel. Nailgun Schematic. Geil. Wir haben noch einen besseren Stock gefunden. Holy shit. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Sehr gut. Den hatte ich schon, ne? Okay, hier haben wir alles. Alright, Partners. Haben wir hier wirklich alles? Ja. Ich mache hier aber mal so ein Ding rein, weil ich habe natürlich keinen Bock auf blöde Überraschungen dann irgendwann. Nee. Davon haben wir noch. Ja, man kriegt doch schon ein bisschen was an Schmuck zusammen. Gerade wenn man in so eine Stadt reinfährt. Ey, wir haben gute Sachen. Wir haben sehr gute Sachen aus diesem Shotgun Messiah rausgeholt. Wir werden mal zu Hause gucken. Vielleicht kriegen wir auch sogar schon eine Sniper-Rifle zusammen. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier hat er uns schon netterweise alles aufgeschlagen. Es ist natürlich ein Ding ins Haus. Ein Brasshaus.
Okay, wenn wir irgendwann mal Breath Note haben, dann können wir auch natürlich mal so Häuser. Ist auch nicht so schlecht. Dann gehen wir mal hoch. Wo geht's hier hoch? Wie man das schade findet, wenn keine Kagge in den Dingens drin ist. Auch nicht normal, ne? Ist die Shorts besser als meine? Jo. Und die mal scrubberrappen. Oh, hier war auch schon jemand. Ja, sorry Leute, den Airdrop, ey, fuck this shit. Sorry, oder shizzle this shrizzle. Aber der ist schon wieder im Wasteland. Und wenn wir da querfeld einfahren müssen, erstmal Hunde. Zweitens querfeld ein, Minen versteckt. Also es ist ja einfach nur alles Kacke. Alles Kacke. Also die Barrels scheinen echt schwierig zu finden zu sein. So, wir fahren jetzt nach Hause. Wir könnten eigentlich mal eben noch ein paar Nester suchen. Das ist ja ihr grünes Gebiet. Machen wir mal eben. Was noch nicht so abgegrast ist wie bei uns. Aber hier ist kein einziges. Das ist einfach ein Schrott. Oder ich sehe es einfach nur nicht. Da. Weil wir brauchen jede Menge, jede Menge, ne, Federn. Wie kann ich denn immer nur zu voll sein? Immer nur voll sein. Ja, komm, ein paar Minuten haben wir noch. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen, aber irgendwie ist das hier scheiße. Da ist noch was. Genau, finden wir auch noch Eier, das ist auch eins. Sehr gut. Sieht man die eigentlich besser mit dem Licht an? Ja, ich meine, es ist relativ dunkel jetzt hier sowieso. Naja, also. Viele waren das jetzt ja nicht so, ne? Klar gibt es hier noch andere Bereiche. Da ist noch eins. Nice. Also ich meine, wenn da eine 23 drin sind, bin ich auch ein bisschen versöhnt. Dass man jetzt hier nicht ohne Ende Nester findet. Da steht unser. Komm, wir laufen mal hier über den Bereich. Hier ist keine Stadt mehr. Hier finden wir bestimmt einige. Sechs, okay. Aber cool, dass hier so viel grüner Schissel ist. Grüner. Grünes Bio. Das ist ja mit der Temperatur am coolsten. Ups. Oh, müssen wir uns mal eben was Wärmeres hier anziehen, bevor wir gleich so eine Schockstarre kriegen, weil es kalt ist. Pistol Barrel Hunting Rifle Parts. Da müssen die leider mal dran glauben. Das Pistol Barrel nehmen wir mit. Cat Food muss leider auch dran glauben. Das können wir mal eben essen. Und das können wir scrappen. Obwohl. Nee, das Catfood nehmen wir nochmal mit. Ich kann sowas nicht wegschmeißen. Bisschen bekloppt, ich weiß. Also wir gucken jetzt hier noch so ein paar Minuten rum. Das, was wir finden, das finden wir. Sieben. Vier, ey. Jetzt habe ich es vorhin gelobt, ja? Jetzt ist nur noch Kacke. Was ist das denn? So scheiße. So nicht mein Spiel, so nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall noch mal hinlaufen, um weitere Nester zu finden. 8, ja, steigert sich.
Ich muss unbedingt auch hier noch Steine mitnehmen, wegen Potassium. Hier, wir brauchen auch Lead. Jetzt bin ich natürlich. Jetzt muss doch mal was weg. Sorry. Muss doch weg. Also man sollte es jetzt nicht liegen lassen, das Lead, weil wir brauchen ja auch noch. Wir laufen jetzt hier mal wieder so einen großen Bogen zurück. 24, jawohl, that's what I'm talking about. 10 ist auch okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 120, das ist doch schon mal hier für ein bisschen rumlaufen, das ist doch großartig. Da ist auch noch eins. Da war noch ein Ei drin, naja. Blöd mit dem Airdrop, ey. Voll scheiße, dass die immer in diesem Kackgebiet landen. Der Pilot, der hat doch was gegen uns. Jetzt mal im Ernst, oder? Was für eine blöde Sau. Jetzt kommen hier irgendwie keine mehr. Ich meine, ich laufe natürlich jetzt auch nicht. Ey, was? Jetzt sind hier gar keine Federn mehr drin, oder was? Oh Mann. So, 20 Uhr, wir sollten gucken, dass wir hier wegkommen. So, da müsste irgendwo unser Bike stehen. Dann laufen wir hier mal zurück. Bei dem Shotgun Messiah. Ja, da vorne steht's. Gut, dann fahren wir jetzt. Wie lange nehmen wir? Oh, 36 Minuten. Fuck, Leute. Meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Ich glaube, ich lasse die jetzt eine sein und lasse die super lang. Ja, ich weiß nicht, ob euch das recht ist oder nicht, aber bevor ich jetzt weitermache und wieder schneiden muss oder so, dann ich danke euch ganz herzlich und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.